Hallo, Intention Lock. Wer weiß, was es auf Deutsch heißt, möge es mir in den Kommentaren mitteilen. Was ist das? Das ist eine Möglichkeit, um das Management, um die Locking-Strategie ein bisschen zu vereinfachen, will ich mal sagen. Locking-Sperrstrategie. Zum Beispiel bei Multithreading oder bei Datenbanken, wenn es darum geht, auf einen Zustand, auf einen Wert zu schreiben. Wir machen das Beispiel mal an einer Datenbank. Stellen wir uns vor, wir haben hier eine Datenbank und in einer Datenbank gibt es ja mehrere Tabellen. Und in einer Tabelle gibt es mehrere Spalten. Ich mache das jetzt mal nur abgekürzt. Und in einer Spalte gibt es mehrere Reihen. Wir machen auch mal hier hin. So, wenn jetzt sagen wir eine Transaktion das hier schreiben will, dann ist die Frage immer, also immer eine Problematik, sperre ich jetzt nur dieses eine Feld hier oder sperre ich vielleicht die ganze Spalte, die ganze Tabelle oder vielleicht sogar die ganze Datenbank? Ist einfach die Frage. Das Problem ist, wenn ich immer nur diese ganz kleinen einzelnen einen schwer, diese ganz kleinen einzelnen Einheiten hier sperre, dann habe ich nachher eine Sperrliste, die ganz viele Einträge beinhaltet. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Neues sperren will, dann habe ich hier eine riesige Liste, die ich abarbeiten muss. Das heißt, man möchte diese Sperrliste natürlich relativ klein halten. Von daher macht das natürlich Sinn zu sagen, okay, wir sperren nicht hier, sondern wir sperren einfach ganze Tabellen. Problem bei ganzen Tabellen ist, wenn jetzt du 3, 4, 5, 6 Transaktionen hast, die alle schief geschrieben sind und die wollen alle vielleicht auf unterschiedliche Felder zugreifen. Guck mal hier und da und da und da, aber es ist halt leider alles in dieser Tabelle hier. Dann können die nicht gleichzeitig ausgeführt werden, weil die ja immer warten müssen, bis das hier entsperrt ist. So, man hat also das Problem, entweder warten die Threads oder die Transaktionen oder die Sperrliste wird halt riesengroß. Und das Problem versucht man zu lösen. Jetzt ist die Einleitung vorbei, jetzt fängt das Hauptthema an. Man sagt jetzt zum Beispiel, ich möchte auf dieses Feld hier schreiben zugreifen. Dann will ich das auch sperren können. Aber bevor ich das hier sperre, sage ich, ich mache hier ein sogenanntes Intention Lock drauf, was dem Sperrmanagement-System sagt. Achtung, irgendwo hier in der Tabelle ist irgendwas gesperrt. Ob es dann schreibend oder lesend gesperrt ist, sei erstmal dahingestellt. Das ist, was es uns sagt. Deswegen Intention, also die Intention auf Deutsch. So, und du als Management System sagst jetzt, okay, jetzt kommt der, guck mal, der hier, der will zum Beispiel das hier sperren. Und jetzt kommt eine Transaktion 2 und die will, okay, der Pfeil geht ein bisschen aus dem Bildschirm raus. Die will jetzt hier zugreifen, will also den sperren. Was sagt das Management System? Wir machen mal kurz diese Kreise hier weg. Management System sagt, okay, guck doch erstmal auf die Tabellen. Ach, guck mal, die haben ja überhaupt keine Intentional Lock. Du kannst also auf jeden Fall das hier sperren und wir setzen hier einfach mal, ich mache mal nur ein I dafür, hier setzen wir ein Intentional Lock drauf. Das heißt, alle anderen Transaktionen wissen, falls sie hier irgendwas zugreifen wollen, wir müssen auf jeden Fall weiter prüfen. Okay, ich weiß nicht, ob das gerade aufgenommen wurde. So, das ist auf jeden Fall im Grunde die ganze Idee. Ich wiederhole es einfach sicherheitshalber nochmal. Jetzt sagen wir, der hier will zum Beispiel hier drauf zugreifen. Ist es jetzt, ist egal. Auf beide meinetwegen. Will also diese beiden hier sperren hier. Dann guckt der jetzt erstmal hier. Also das Management System sagt, ah, guck mal, hier ist ein Intentional Lock. Pass auf. Wir müssen erstmal gucken. Und prüft dann vielleicht, ah, guck mal, ach, guck mal, hier ist ja eigentlich frei. Können wir also tatsächlich auch locken. Weil ja nur das Ding hier oben gelockt ist, gesperrt ist. So, und damit können wir nämlich in dieser Sperrliste hier. Wir können ja damit zum Beispiel eine Sperrliste der Intentional Locks machen und da steht dann nur die Tabelle 1 und die Tabelle 2 drin. Und wenn jetzt jemand auf die Tabelle 3 zugreifen möchte, dann sehen wir, Tabelle 1, 2 ist gesperrt, aber Tabelle 2 ist nicht gesperrt. Also setzen wir die mit rein. Intentional Sperrung heißt natürlich nicht, dass das alles gesperrt ist, sondern nur so, Achtung, Achtung, hier ist was, ist so ein Hinweisschild. Das ist die Intention des Intentional Lockings, soweit ich es verstanden habe. Ich hoffe, ich habe nicht Mist erzählt. Falls ich Mist erzählt haben sollte, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Ich werde es korrigieren. Und auf jeden Fall die Videobeschreibung angucken, weil Updates zu dem Video landen auf jeden Fall in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gucken.